Hey, hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Memory of Us. Im letzten Part haben wir ja die ganzen Roten befreit und ja, jetzt sind wir gerade geflohen von den Robotern und müssen schauen, wie es hier weitergeht. Könnten wir da vielleicht oben stehen müssen? Vielleicht. Können wir hier weiter? Nein. Was haben wir da überhaupt gerade aufgesammelt? Mörser? Sind aus. Ah, es kann. Aber wobei, ich kann. Vielleicht da drauf schießen. Ja. Gut. Okay, verstehe. Huch. Komm mit. Was, vielleicht brauche ich dich. Ah, und das kommt hierher. Ah, er kann das bewegen. Sie schießt drauf. Okay, jetzt da nach unten. Sollte passen. Ja. Und jetzt kann ich es herschieben. Eigentlich dachte ich, ich kann es herschieben oder so. Können wir das zusammenschieben? Ah, sie kann das nehmen. Ach so. Ah, er ist nicht stark genug, weil er noch klein ist. Müssen wir ihm alle Teile geben oder nur bestimmte Menge? Ne, bringen wir mal alle Teile darüber. Und das letzte Teil. Hep. Und bitteschön. Zufrieden? Nicht ganz. Können wir das schieben? Ah, müssen wir das schieben zu ihm? Wegschieben. Ah. Okay. Wir müssen hier jetzt an Schläuchen drehen. So. Ah, sie kann das drehen. Jetzt muss er drehen, genau. Okay, dann wird das mal erledigt. So, er geht da, sie geht da. Muss es so? Nein, so muss das genau. Das wäre auch erledigt. Und fertig. Jetzt in das Futter geben. Okay. Und das hat uns was gebracht? Was passiert, wenn wir auf den Knopf drücken? Wir fahren wieder runter. Hä?
Hätten wir. Warte, schauen wir mal kurz zurück, ob hier wieder Dinger an der Wand sind. Ja, okay. Also vielleicht haben wir das noch nicht ganz richtig gemacht. Also das heißt, sie loslassen, genau. Damit du das hier schieben kannst und sie drauf schießen kann. Sollte reichen fürs Mittlere. Oder ist es zu hoch? Nee, okay, passt. Und das so. Passt. Jetzt ist halt nur die Frage. Sie hat ja auch dieses, diese Dings noch. Diese Mine. Oder hat der Junge die aufgesammelt? Ich weiß gerade nicht, wer die aufgesammelt hat. Ich kann mir vorstellen, wir müssen in das auch zum Essen geben. Und da ich glaube, dass der Junge das hat. Ja, das sieht man auch. Es wird halt auch wiegen und sonst wird das nicht essen. Genau. Mal schauen. Ah, gerade nicht. Okay. Aber wenn wir jetzt das reingeben, ist das dann nicht zu schwer? Vielleicht muss ein leichteres Teil weg. Ah, doch. Er mag es. Ah, wir haben ihn erledigt. Okay. Kaboom! It exploded and hot shards of metal flew everywhere. There were enough escape pods for the others. We helped them parachute down to Earth, but there were no pods left for us. Soon we were falling, screaming towards the ground. Das haben wir schon gedacht, dass wir wahrscheinlich jetzt abstürzen werden. Deswegen wollte ich sagen, lieber nicht zu früh freuen. Ah ja. Aber wir haben es anscheinend überlebt, den Absturz. Alles klar, ein Horrorwald. Wir schleichen uns mal an dem vorbei. Ah, die haben das. Die sind auch da abgestürzt. Okay, also nicht nur wir. Oh, die werden gejagt. Schnell, uns darf keiner sehen. Alles klar. Die werden einfach aufgelöst. Ja, in den roten Strahl gehen wir mal nicht. Sagt er und rennt in den roten Stall rein. Strahl rein. Stall, ja. Okay, müssen wir uns vorbeischleichen? Nein. Können wir den abschießen? Das wäre noch eine Möglichkeit. Nö. Stirb! Ah, echt an ihn vorbei. Hier rein. Er fliegt zurück. Ich weiß nicht, was das X dazu bedeuten hat, aber so, das kleine Mädchen wartet hier mal. Wie können wir. Ah, die Leiter runter machen, damit das kleine Mädchen auch rauf kann. Oh! Da hat er uns gesehen. Ich dachte, wir könnten.
an den früher vorbei. Lassen wir das kleine Mädchen kurz nochmal hier. Frage ist, dreht er sich nochmal um oder bleibt er? Okay, das kleine Mädchen hätte eh nicht mit drauf müssen. Habe ich mir schon gedacht, aber ich dachte, vielleicht gäbe es eben ein Secret, wenn beide oben sind, aber ja. Oh, kommt der her? Ne, er geht weiter. Gut. Knapp. Wenn der sich umdreht, müssen wir schauen, dass wir irgendwie vorbeikommen. Jetzt. Ja. Geschafft. Wenn der sich umdreht, können wir weiter. Jetzt. Okay. Das zu timen war jetzt nicht schwer. Mal schauen, was als nächstes. Eieiei. Ja. Können... nichts machen. Okay. Interessant. Was passiert, wenn wir... ah, okay, das können wir nicht. Huh. Wir haben uns gerade ein bisschen dazwischen geglitscht. Ups. Ja. Okay, wir haben da was aktiviert. Alter Junge kommt hier nicht mehr hin. Verdammt. Knapp. Das war knapp. Ah, das Mädchen kommt hier jetzt auch nicht mehr hin. Ja. Okay, einer muss auf jeden Fall da links bleiben. Am besten das Mädchen, wollte ich sagen. Der Junge. Der Junge bleibt hier. Genau, dafür brauchen wir den Schlüssel. Und den müssen wir holen. So. Erstmal hier rüber. Dann aktiviert sich da was und dann könnte man theoretisch wahrscheinlich da unten die Sachen umstellen. Also das wollen wir noch nicht, weil das Mädchen gerade hier steht. Müssen wir kurz das Mädchen hier rüber holen. Dann können wir ja schauen, was passiert. Oder passiert hier irgendwas? Ah, jetzt sehe ich's, okay. Dann würde ich die halt da unten fahren lassen und oben nichts. Heißt auch blöd, jetzt kommen wir aber nicht drüber. Weil das viel zu langsam ist. Müssen wir erst... er fährt dann rüber. Nee, da ist auch viel zu lange die Zeit ist halt da viel zu lange. Brauchen mehr Zeit. Ah, jetzt verstehe ich's. Okay, dann holen wir das Mädchen hier rüber. Die rennt schnell hier hin.
Und der Junge tut die dann unten langfahren lassen. Das Mädchen holt gechillt den Schlüssel. Theoretisch wäre der Junge am besten gewesen, dann hätte er durch die Röhre gehen können, aber... da wir das jetzt nicht können... war es zu langsam? Ja, wahrscheinlich. Ah, nee, das ging sich gerade so aus. Wir müssen schauen, dass wir das Mädchen wieder hier rüber kriegen. Genau. Ach, geschafft. So. Ups. Nehmen seine Hand und jetzt können wir weiter. Okay, das war schon anspruchsvoll, aber ging sogar. Ah, jetzt hat unsere Rolle noch ein Ersatzsitz. Okay, wir können wieder fahren. So, das ist gar nicht so schwer, das Fahren. Ah. Wer will als nächstes eine? Otz, gleich zwei. Also, das macht Spaß. Oh, zu hoch. Ah, ist gar nicht so schwer. Oh, jetzt drei. Jetzt müssen wir schneller sein. Oh. Okay. Noch welche? Nein. Okay, jetzt spielen wir wieder den Jungen. Und jetzt wieder das Mädchen wahrscheinlich. Ja. Ah, es beginnt immer von einem an wieder, okay. Verdammt, schießt immer zu hoch. Guck mehr auf die Roboter als auf wo ich hinziele. So. Kommen gleich wieder drei. Ah, okay. Geschafft. Wir sind in der Höhle. Kommt ihr durch? Ja. Nein! Oh oh. Verdammt, da habe ich den Knopf verfehlt. Und Schuss. We'd actually got out alive. We were somewhere deep in the countryside. There was a homely looking cottage. The old couple who lived there were both wearing black and white. Our red clothes stood out a mile and we worried they'd turn us in. But they brought us indoors. They showed us to their attic and gave us a meal. But we couldn't help thinking about her grandpa at home. He wasn't safe and warm at that moment. The next day, the old couple were concerned as they waved us off. We were returning to the city for her grandpa, facing almost certain death. Ah. Tja. Aber sie will halt schauen, ob alles noch okay ist. Oder wir. Aber unseren Großvater, würde ich sagen, besuchen wir in der nächsten Folge. Ich mache hier jetzt einen kleinen Cut. Ciao.